Nein, du. Nein. Nein, ich stand nur gerade in der Nähe, dann habe ich sie schon mal gemacht. Außerdem, wer guckt denn Monk? Ich guck's nicht. Ich auch nicht. Na? Ja. Aber ich kenne Woher den. weißt du dann, dass es Monk-mäßig ist? Woher weißt du das dann? Irgendetwas ist faul an deiner Ausrede. Irgendetwas stimmt hier nicht. Hast du So, die, jetzt hast haben du wir die die? Familiare auch schon voll. Die haben wir alle Ohne dass du gekriegt, da klar. warst. Daher weht der Wind. Du wusstest, dass du uns exploiten kannst. Ist so, dann kann ich die Quest abgeben. Und schon mal eine rauchen gehen, beziehungsweise mir Zigaretten holen. Also nicht Zigaretten holen gehen, sondern mir einfach aus der Küche. Sie bade schon nach dem Herzinfarkt. Wieso? Gerade das mit dem Passwort hingekriegt, jetzt will der schon wieder weg, Zigaretten holen. Aber das ist ja kein Problem. Wir können ja im Prinzip jederzeit sagen, wir machen eine Pause. Und dann drücke ich hier auf Pause. Und für unsere Zuschauer sieht das so aus, als wäre da nie eine Pause gewesen. Ja. Das ist schon. Ey, de-dong, de-dong, de-dong. Was denn? Gildenmitglied kommt online. Wen kümmert's? Ja, das habe ich schon ausgestellt. Ja, und das Social, ne? Genau. Und wenn ihn killt, alles auf dem Weg. Ridiculous. Ja, Ist richtig damit so. erheimst du sich unfairerweise noch Zusatz-XP ein. Ja, ich bin ja in Range. Ich krieg die ja mit ab. Und noch immer die zwei, drei Kupfer, die dabei rausspringen. Aber wir waren reich. Abscheuliche Stiefel. Klingt gut. Abscheuliche Stiefel. Action. Was? Oh, kann ich das Zeug eigentlich hier schon als Style Gear benutzen? Ja. Oder müssen wir das getrennt farmen? Das geht bald. Oder müssen hier müssen Stats drauf sein, glaube ich, oder? Ja. Ach ja, stimmt, grün müssen die sein, ne? Wollen wir mal kurz, bevor es jetzt spannend weitergeht mit Fassrils Hacke und dem Medaillon, wollen wir da kurz eine Pause einlegen? Ich muss auch erstmal ein bisschen runterkommen. Das hat mir Ja, auch so ich oft. geh mal einen rauchen. Okay, kurze Pause. 5 Minuten wieder da, ja. Weiter geht's mit Thasriels Hacke. Oho. Wo müssen wir denn hin? Das hört sich schwer. Mehr da hinten in die Ecke. Ja, doch. Ich guck da immer auf die Map. Sicher, sicher ist sicher. Noch nie gespielt, Spielstartgebiet hier. Ist auch so ein bisschen ein Charme, oder? Von Duncan hier, Hase, Kopf ab. dieses Rumport von. Piu, piu, wie ein Mate. Schnell, ich habe das Totem Ja. gestellt. Wieso habe ich denn 752 Ping, ey? Was machst du denn da eigentlich? Vielleicht nebenbei noch irgendwelche Nix. Downloads? Wahnsinn, gerade ist er in die Richtung gelaufen, plötzlich taucht er rechts neben mir auf. Das ist so geil. Müssen wir die hier überhaupt töten? Nee, ne? Nö. Naja. Boah, das ist noch so entspannt. Die sind ja alle gelb. Nicht so hektisch wie später, wenn die dann alle feindlich sind. Ja. Du hast es aber schon voll drauf hier, du läufst immer hinterher und guckst, ob du einen heilen kannst. Ja, ich habe halt nur noch keinen Heilzauber, was ist ein bisschen erschwert mit dem Heilen. Ihr habt kein Ziel. Ihr habt kein Ziel. Die sind mit einem Autoshot schon tot. Ja, also ich mache da keinen Skillshot drauf und Need for Rage. Das ist die Hacke. Fick dich, Benjamin, ey.
Jetzt müssen wir auf den Respawn von der Hacke warten, oder was? Ja, der Wald tötet hier Mobs. Da ist sie wieder. Aber gucken, vielleicht kann ich ja fettes Loot einsacken zwischenzeitlich, wenn ihr vergesst zu plündern. Wir machen aber keine Trade Skills, oder? Sonst, ich sehe es schon kommen. Nee. Lootet mal, ich will den Skin. Eine Folge lang nur meinen. Ja. Wir gehen einfach mal alle Berufe durch. Und laufen dann neben dem Nächsten, der was anderes macht. Und was ist das denn Erzvorkommen? Was machst du da meinen? Genau, I'm mining my own business. So. Ihr lauft falsch, oder? Ich laufe nur hinterher und guck, ob ich was heilen kann. Wir müssen uns ja vorbereiten, es soll ja gleich noch in BG gehen. Ja, da müssen wir uns aber beeilen, irgendwie, ne? Außerdem sehe ich da... So. Der Typ, den wir killen müssen, ist jetzt übrigens oben, glaube ich, auf dem Felsvorsprung, oder? Nee, wieso, seit wann steht denn der unten? Der Ficker, ey. War vielleicht zu kompliziert, dass der oben stand. Muss man versetzen. Man hat sie nicht gefunden. Mankriegs Weif hat, glaube ich, jetzt auch so einen roten Pfeil drüber, ne? Wer? Mankriegs Frau. Und Barons. Und den Leichel. Naja, ist egal. Nicht schon wieder spoilern. Du weißt, unsere Zuschauer möchten die Story live so miterleben, wie wir sie erleben. Ja, das werden wir dir echt so vorlesen. Ja, gespoilert. Ihr erlebt sie gespoilert, dann erlebt das Publikum sie auch gespoilert. So ein Mount wäre halt schon schön, ne? Es ist Level 5 und regt sich auf, dass er keinen Mount hat. Ja, was denn? Wenn es doch gewohnt ist? Und ich sage dir, wenn wir Level 20 sind und das Mount haben, dann sagst du, also ein Epic Mount, das wäre auch nicht schlecht. Flugmount. Ich finde, es sollte direkt am Anfang Flugmount geben. Ja. Aber dann direkt auch so ein Proto-Drachen. Ich meine, nicht so was Langweiliges irgendwie. Würdest du auf Mistlich dafür verzichten? Bitte was? Würdest du dafür auf Mr. Fröstlich verzichten? Schwer, schwer. Aber es ist bestimmt auch geil, wenn du so eine Quest hast, so töte 6 Eber und fliegst dann auf deinem Proto-Drachen rein. Steigst ab und haust sie mit urtümlicher Schlag. Richtig. Block. Block. Venien zieht uns im DPS ab. Übrigens. Ja, weil der Einzige ist, der DPS macht. Aber der hat auch diesen Imba-Autoshot, der im Laufen geht. Da können wir nicht mithalten. Ey, noch ein Level und ich hab meinen Heilzauber. Uhu. Endlich. Aber erstmal kurz zum Trainer gehen. Der hat bestimmt wieder was Cooles für mich. Der geht hier noch bis Level 5, glaube ich, ne? Ja, das habe ich auch eben gesehen. Aber egal, der hat trotzdem was. Ja. Rappelach im Nacken. Erdstock! Geil! Vorwärts zum Sieg. Der hier hat nichts für mich wieder. Ey, ich krieg irgendwie hier nichts. No. Krieger ist eine Scheißklasse, die kriegt nichts. Tja, dann geht's mal los, ne? Dann müssen wir dann schon bald in das nächste Gebiet. Warum wurden wir da eigentlich nicht weitergeschickt? Was? Ach doch, müssen wir ja. Nee. Doch, speak with Master Gatrin in Senjin Village. Achso, ich dachte, da wäre so eine Quest. Ob wir das Heil überstehen werden? Das erfahrt ihr, wenn es wieder heißt. So ein bisschen. Ich habe halt immer im Moment ja so keine Ahnung, wie lange wir jetzt insgesamt schon aufgenommen haben und wo ich die Folgen dann unterbrechen werde. Sonst könnten wir so gezielt Cliffhanger einbauen. Ja. Vielleicht auch so, dass. Keine Ahnung, dass Venian dann irgendwie vorläuft oder so und plötzlich HP verliert. Oh, oh, oh. Schafft Barlow es noch in rechtzeitig zu heilen. Immer auf dem Weg bleiben, sonst retten wir. Erstmal Erdsch-
Balu kriegt erstmal Erdschild und dann ist sowieso nichts mehr los hier. Bing! Hier ist Sandrine Village, ihr Flachkanal. Ich wusste das. Und hüpfst aber aus Gruppenzwang vorbei, oder was? Ich bin nicht vorbeigehüpft, ich bin halt nur, ich wollte so eine elegante Kurve laufen. Massenträgheit und so. Ja. Ja. Massenträgheit. Ich habe übrigens auch die stimmungsvolle Musik an. Dun, 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 dun. Und ich habe vor allen Dingen den komischen Dingsbalken ausgeblendet, hier den XP-Balken. Ich bin total verwirrt. Lässt dich überraschen, wenn das nächste Level abkommt, oder? Mhm. Später. Was ihr wolle. Wonach seht ihr euch? So, habe ich jetzt alle Quests? Ist da noch mehr? Zwei, oder? Mhm. Ich hab zwei. Bestimmt auch wieder eine schöne Sammelquest. Träger der Nordwacht. Achso, die sind. Oh, Vorsicht, du hast deinen Skorpion geedit. Das bin weder ich noch Drunken, aber sonst ja. Oh, Scheiße! Ich habe nur so einen hässlichen Troll gesehen, bin ihm nachgelaufen. Das war so ein Reflex. Das ist Drunken. Da müssen wir jetzt was looten, was? Drunken ist eher verstummt jetzt, oder? Was wäre was? Die sind echt Arsch, die Dinger hier. Ja. Kriechersekret. Oh. Mhm. Schlimm ist, die droppen halt nicht jedes Mal. Oh, jetzt haben die aber schon richtig viele HP. Da krieg ich dann auch mal einen Blitzschlag durch. Das kriegst du nur, wenn ich so ein Leck hab, ey. Aber wir hatten ja schon gemerkt, dass du nicht so der Top-DD bist. Und denk bitte dran bei den Berufen, es werden raid-dienliche Berufe gewählt. Okay. Kein Bügel. Ich mach dann Leatherworking. Wegen Trommeln. Ja. Müssen wir uns so ein Makro noch machen. Mir fehlt noch ein Kriechersekret. Mir fehlen noch zwei. Jetzt habe ich mir auch die Quest gar nicht durchgelesen, wofür der das Kriechersekret braucht. Was will er damit machen? Vielleicht irgend so ein Fetisch oder so. Krankbraut. Der reibt sich damit ein. Diese Kisten brauchen wir doch auch. Ja. Ja. Und die Typen da drunter brauchen wir auch, oder? Ja. Wo wollt ihr denn hin? Da kommen doch immer wieder welche raus, oder? Ja, ja schon. Oh. Wir waren zu faul zu warten. Brauchen wir nicht. Egal, die geben XP. Ja, aber die müssen wir nachher noch killen für eine andere Quest. Ja, das war noch bis dahin wieder neu. Bisschen Effizienz hier reinbringen. Oh ja. In den Levelprozess. Sorry. Ich will einen Kettenblitz haben. Oh, Aggro-Warnung.
Hilfe. Taunte mal. Taunte. Oh, denk doch mal. Was machst du da eigentlich? Auf welchem Level kriegst du denn eigentlich deinen Taunt? Wird mal langsam Zeit. Sonst wirst du als Main Tank unserer Stammgruppe mal ganz schnell abgewählt. Okay. Oh. Tankst du stattdessen, oder? Mhm. Man darf die auch nicht zu früh killen. Ja, das ist ja schon. Warte mal, ich stelle mal ein Totem. So, jetzt geht's noch viel besser. Das wird so. Und schon geschafft, die Quest. Ja, lag am Totem. Ganz eindeutig. Mir fehlt trotzdem noch Kriechersekret. Mir auch noch. Ganz wichtig ist nur, dass man jede Pause mit Hüpfen überbrückt. Da regen sich die Leute noch völlig auf in den Comments. Wird bestimmt auch kommen. Hüpft man nicht so viel. Ich halte es relativ moderat mit dem Hüpfen. Ich denke, ich habe dann so eine gute Mischung zwischen Hüpfen und Laufen gefunden. Ist doch sowas, das kommt halt mit der Erfahrung, ne? Ja, definitiv. Du meinst mit dem Alter. Das auch. Warum seht ihr keine von diesen komischen Dingern mehr? Von den kleinen hier Krustentieren? Wir haben sie ausgerottet. Die müssen erstmal Sekret produzieren. Das hat mich ja früher immer genervt, wenn da irgendwas im Wasser drin war. Das sieht so schön aus mit Derek X11. Er wird diese andere Troll einen Onyxia-Buff hat. Den sollen wir uns auch mal holen. Onyxia-Buff? Ja. Ja, ich denke, ohne den nächsten Quest ist schwer. Umfallen, oder? Ja. Genau. Fürs BG halt. Okay, ist nur bis zum ersten Tod, aber... Ja, und? Aber wir sterben ja nicht, weil Barlow heilt ja. Genau. Richtig, so ist das. Und mit Level 10 gibt's sogar Erdschild. Dann muss Barlow nicht mal was können, damit wir nicht sterben. Jetzt hör mal auf, hier zu lästern, ja? Das erfordert schon ziemlich viel Skill, einen Heiler im PvP zu spielen. Droppen die sie nicht? Achso, die ist das so. Das war dann, hm? Also ich hab alle. Achso, wir töten die einfach nur so. Ich auch. Ich auch. Das klappt ja wie eigentlich gut hier. Die Population auszurotten. Auszudünnen. Kennt ihr das, wenn ihr Frauen einkaufen schickt und die bringen nur Scheiße mit zurück? Nee. Also so an Essen. So gesundes Zeug oder so? Ja. Nee, aber meine Süßigkeiten, die kaufen, das ist auch immer so Schokoladenscheiße irgendwie und nicht mal was Vernünftiges. Ja, aber wenn das wenigstens richtige Schokoladenscheiße wäre, das ist dann immer sowas wie Ballisto oder Bounty. So Kokos und dunkler Schokolade und so ein Murks. Wie geht's denn so, Mann? Oder Raffaello, das ist ohne Schokolade. Und der nächste so, ja Mädel, ich will doch nicht ohne Schokolade haben. Ich bin Level 7. Ich kann jetzt hier Dings, einen Heilzauber lernen. Ich kann jetzt hier Dings. Du weißt genau, was ich meine. Nee. Ich muss zum Trainer. Wo ist der denn? Ja, da, wo das Buch ist. Schamanenlehrerin. Das könnte sie sein. Kona. Nur nicht so schüchtern. Die hat aber eine bisschen hässliche Stimme. Kona, die Kona, die Unterstimme. Nee, bei dir lerne ich nicht. Du hast eine hässliche Stimme. Ja, dir macht das vielleicht nichts aus, aber ich achte auf sowas. Was mache ich denn jetzt? Wie belege ich das denn jetzt hier? Wo mache ich denn jetzt das Totem hin? Ich glaube auf Q. Ich mache das Totem mal auf Q. Und wohin mit meinen Cooldowns? Hallo? Seid ihr noch da? Ja. Du hast Cooldowns? Ich kann jetzt heilen. Heil mal. Ich habe hier, wie heißt das? Kochendes Blut. Wieso sehe ich hier keine großen grünen Zahlen? Heil mal mich und nicht dich. Wieso sehe ich keine großen grünen Zahlen? Ach so, dazu muss ich dich anwählen, um dich zu heilen. Mhm.
159. Ja, siehst du, ist doch amtlich. Mensch. Du hast 225 HP. Ja. Das ist ja voll übel, ey. Zwei große Heals und der Tank ist wie off, ey. Mhm. Das kann ich an dem Spiel halt auch nicht leiden, ne? Müssen hier diese. So. Oder muss man die auch. So, weißt du, das wird jetzt wirklich schwierig. Mit dem Gift. Diese Quest wird jetzt schwer. Ah, jetzt macht diese. Oh nein, fast! Mist, ich hab verpeilt, was ich machen muss. Stell die scheiß Spinne mal auf passiv, ey. Kann ich nicht. Ja. Ach doch, kann passiv gehen, oder? Hoffe ich mal. Also, nicht töten. Oh, das war schon wieder knapp. Ja, ich hab doch nicht töten gesagt, du Knallo. Spinnen will nicht. Mann. Aber es muss auch nur einer von uns das Totem stellen, übrigens, ne? Ja. Ist das? Macht ihr das mal, ich kann hier. Glaube ich, oder? Quasi. Oder muss die jeder von stellen? Hier ist noch so ein Skorpion. Warte.